Nein, das Auto fällt schon wieder. Das ist doch nicht wahr, Alter. Ich hasse diese Kackröhre. Oh. Ich schaff das nicht. Nein, nein, nein. Ich schaff nicht mal eine Runde. Denk an Bob der Baumeister. Bob der Baumeister. Ja, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ja. Was soll denn der Spaß jetzt wieder weg da? Also das mit dem Rauskommen aus dem Schacht, das haben sie genauso bescheuert gemacht. Also ich weiß nicht, was der Typ für eine Scheiße die sie ja zusammengebaut hat. Schade, dass ich gerade meine Kamera nicht einblenden kann, um mein entsetztes Gesicht zu zeigen. Ja, fahr! Ich komme noch nicht mal die Röhre mehr hoch, weil ich zu langsam bin. Ah, es ist doch so lächerlich. Musst du seitlich fahren. Dann schaffst du es. Ja, jetzt geht's Speed wieder. Was mir irgendwie auf den Piss geht, ist diese Scheiße, wenn die Karre umgefallen ist, kannst du dich nicht mehr richtig bewegen. Das ist super. Stell dir mal vor, wir hätten die Scheiße jetzt in Ego-Perspektive gespielt. Ja, da wird's ja vielleicht noch gehen. Weil du dann mehr siehst. Oh Gott, nee, okay, nee, okay, ich nehme alles zurück, was du gerade gesagt hast. Oder was ich gerade gesagt habe. Besser nicht. Nein! Ja, ich würde von ihnen überrundet, ja, schön. Interessiert mich ein Scheiß, ob ich überrundet worden bin. Ich will wenigstens mal... Toll, jetzt schwimmt mein Auto im See. Oh Gott sei Dank, ich bin oben. Ich fasse es nicht. Also, was ist, wenn da Wasser kommt? Jetzt kommt kein Wasser heute. Was ist das, ey? Hui! Alter, aber runter geht doch. So laut kann das sein? Ich höre keinen Fernseher. Ich höre mich auch doppelt. Ich habe keinen... Ich höre mich nicht doppelt. Nee. Ich hab hier gar nichts an. Alter! Alter, ist doch mal gut hier! Ja, natürlich, super. Ganz toll. Und jetzt? Och nee, komm! Das ist ein Scherz, oder? Jetzt klemme ich da unter der Rampe. Wo muss ich denn hin, nachdem ich runtergefahren bin? Nicht in der Rampe, du musst die Rampe durchfahren. Da bin ich von oben stecken geblieben. Ja, und dann? Wo geht's dann lang? Hallo? Na, einfach gerade weiter. Hallo? Da fahre ich jetzt so hoch lang. Ja, aber wo lang geradeaus weiter? Einfach geradeaus. Test. Ach, da. Ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Ich mich nicht. Hallo? Ich mich auch nicht. Das kommt von Sascha. Von mir? Ja, das kommt von dir. Echt? Wie kann das sein? Ja. So, jetzt vielleicht besser? Ist es jetzt weg? Hallo? 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 Ja. Okay, ich habe nochmal kurz neu eingestöpselt. Oh Gott. Ach komm. Wer weiß, was das gerade war? Keine Ahnung. Ich war vorher nicht, ne? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur nochmal kurz rausgezogen, den Stecker nochmal reingesteckt. Vielleicht wegen dem Controller, weil er so langsam leer geht. Jetzt darf ich den ganzen Kack nochmal machen. Und ich muss mal übelst auf Toilette. Und ich bin Fünfter und fange jetzt erstmal die zweite Runde an und ich könnte so kotzen, weil die Strecke so scheiße ist. Ich stand da die ganze Zeit. Ich bin immer noch Fünfter. Ja, ach. Also mir das mit dem Rohr gefällt mir überhaupt nicht. Nee, was ist das, also, zu viel ist das. Ja. Wenn so ein bisschen so ein Teilabschnitt ist, ist ganz gut. Ja, finde ich auch irgendwie, haben sie das ganz, haben sie einige Teilabschnitte hier schlecht zusammengebastelt. Ja. Ja gut, ist ja vom Spieler, ne? Irgendeiner hat der zusammengebaut. Ja. Die Dings, die Rennen von vorhin, die waren ganz cool. Die von Rockstar. Die ist total einfach. Kannst du einrasten lassen und dann kannst du die drehen, also ist das total einfach. Hey, was ist das denn jetzt? So, ich bin mal kurz WC, bis gleich. Was haben die denn hier für eine Scheiße gemacht?
Bis gleich. Was denn? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade durch diesen Checkpoint gefahren, da zeigt aber, hat aber keine Richtung angezeigt, weil das ein, weil der zu weit unten, zu weit oben war. Ich bin okay. Nur das Geld, den gelben Kreis gesehen und da hat es mir jetzt gar keine Richtung angezeigt, wo ich lang fahren muss. Okay. Ach bitte. Wer war das denn? Wer hat ein grünes Auto? Das war ich gerade. Na, ich weiß nicht, wo ich lang fahren muss. Du bist falsch, du hättest auf einer Seite lang gemusst. Nee, das sagt, er hat das aber doch gesagt, oder? Nein, du musst auf einer Seite erst brechen, glaube ich. Oh nein, jetzt bin ich zu schnell für die. Oh, ist das hohl. Alter, ist das ein. Also ich weiß nicht, die Fälle, die sie hier gemacht haben, die sind mal voller, völlig irrischer Müll. Jetzt bin ich zu langsam. Boah, verdammt, das hätte mir jetzt so schön gepasst. Ich würde gerne auch mal so eine Strecke erstellen, würde ich die gerne mal testen. Das ist ganz einfach. Du kannst so die Sachen einwachsen lassen. Ja. WB. Also eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ich will auch keine komplizierte Strecke eigentlich bauen. Ich will eigentlich eine ganz coole, die man auch nur mit Zusammenstöße fahren muss. Weil ich erinnere mich so an ein paar so Strecken von Dirt Showdown. Da haben mir echt gute Strecken gefallen. Also da waren echt geile dabei. Yeah. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was hat denn der Typ für eine Scheiße jetzt haben gebaut? Oh. Hat er besoffen oder was? Bestimmt. Oh, ich bin unter der Strecke durchgefahren. Ich habe noch nie so eine schlechte Strecke gesehen wie die hier, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe schon schlechtere gesehen. Oh ja, von damals noch die alten Dingskurse da. Oh. Gut durchgesprungen. Meinst du mich jetzt? Ja. Naja. Du bist da besser durchgekommen wie ich. Ich hatte irgendwie. Ja, aber gerade beim ersten Mal nicht, wie ich da vorhin vorbeigefahren bin. Zeit läuft runter. Der zeigt, wenn ich auf Dreieck drücke und spawne, ne, zeigt er immer mir den Eingang, wo ich reinfahren soll. Das ist okay. Aber der Eingang, wo Plankton rausgekommen ist. Was ist denn das für ein Scheiß? Spawn? I don't know. Respawn. Ja, das ist ein Müll. Was eigentlich, wenn wir die Spieleliste abbrechen? Kriegen wir dann die Kohle trotzdem? Ach ja, stimmt, die von den Rennen, die wir gefahren sind, ne? Ja, genau. Ja. Weil ich würde mir das gerne im Editor mal angucken. Wie ein, ist das echt simpel oder was? Ja, eigentlich ja, wenn du das mit einrasten machst, ja. Okay. Boah, ich würde gerne echt, dann muss doch kein langes Rennen sein, ohne Scheiß. Aber das ist ein lustiges Rennen. Ich glaube, der hat sein Ritalin vergessen. Ich glaube auch. Ich würde gerne mal so eine Strecke erstellen, bin ich ganz ehrlich. Also den T20, den hast du bis jetzt nur einmal angezeigt, ansonsten nie. Das finde ich auch so, naja. Ja. Komisch. Didim, 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 didim. Oh, Sascha, bist du mir hart auf den Fersen. Ja, hart. Fünf Punkte noch. Sag mal, läuft bei euch eigentlich die gleiche Musik wie bei mir bei Los Santos? Bei Radio Los Santos? Ich hab keine Musik an. Ja, diese Hip-Hop-Ding jetzt gerade. Achso, Baker Street meinst du? Ja. Ach, ich nehme den. Oder? Jetzt zeig's mir den T20 an. Super. Komm, ich probiere den mal aus. Yeah. Hier ist Wiese. Oh Gott. Eieieiei. Wahrscheinlich nicht lange. Das kann doch nicht viel heißen. Oh Gott, wenn ich das von vorne schon sehe, gibt es wirklich schon.
Gibt's überhaupt Windschatten? Ja, es gibt Windschatten. Ja, ich glaube schon. Ja, danke. Alter, das ist doch nicht wahr. So, das war der eine Idiot hier. Oder, nee, war es einer von uns? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich würde ganz sagen. Ach, wie scheiße, wenn ich das schon sehe. Guckt euch das an. Kommt so vor wie so ein Hamster. Na toll. Ach du Scheiße. Einfach Gas geben. Genau, einfach runter. Aua! Aua! Oh, ist das fies. Nein! Nicht gerade abgedreht. Oh nein, was? Oh, komm, ernsthaft. Oh. Dafür habe ich aber eine reelle. Ja, komm. Dafür habe ich aber eine reelle Chance. Nicht eine reelle. Mich verlassen schon die Worte. Ja. Ihr habt alle Klobe den Punkt vergessen. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Punkt vergessen. Also, ich habe wohl einen Punkt vergessen. Oh, wo muss ich denn lang? Oh nein! Nee, Quatsch, der hat meinen Punkt gar nicht angenommen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, da musst du so schräg fahren. Der hat den. Ja, hab ich gerade gemacht, aber der nimmt den Punkt nicht an. Oh Gott. Ja, oh Gott. Muss richtig schräg fahren. Wie, falsche Richtung? Hä? Na, du hast den ersten Kontrollpunkt vergessen. Ich habe auch einen vergessen? Ja. Oh, musst du ganz komisch, an eine Wand fahren oder was? Musst du ganz komisch fahren. Wo soll denn der Punkt sein? Also die Strecke, die. Ja, ich schau nichts mehr dazu. Ich suche die Strecke, die. Ach, da ist der Punkt. Oh Gott. Oh Gott. Was? Komm her. Komm, geh bitte her. Das ist ja. Elend ist das ja. Jetzt, wieso das denn? Oh, komm, ey. Das ist aber ein dämlich gesetzter Checkpoint, weil man fährt direkt durch und trotzdem trifft man ihn nicht. Er ist ja voll bescheuert gesetzt. Ich muss sagen, ich brauch gar nicht mehr vorne, ich rutsch einfach nur noch mit dem Dach runter. Ich fahr direkt durch den, jetzt habe ich ihn. Ich fahr direkt durch den Checkpoint und treffe ihn trotzdem irgendwie nicht. Ja, ich auch. Danke. Nein. Ach komm, wieder so ein doofer Checkpoint. Nee, ich hab keinen Bock. Ja. Nee. Das ist mir zu dämlich. Also ganz ehrlich, nee. Nein, auf keinen Fall. Was ist das für ein Müll-Game, ey? Sind die alle nur besoffen, die das Zeug, die Strecken gemacht haben oder was? Anscheinend. Bleib hier! Aua, ich bin runtergefallen, ganz nach unten. Ich bin ausgestiegen dabei. Ich bin runtergefallen. Ach, wir haben die Röhren zusammengesetzt, ey. Ja, schrecklich. Ja, sehr schrecklich. Alter! Hä? Lol. Konsum hat dich platt gemacht. Okay. Okay. Hey. Okay. Oh. Alter. Hallo. Jetzt steh doch mal auf. Wieso kullert der? Guck mal, der kullert immer noch. Steh doch mal auf. Wie seid ihr noch? Alter. Okay. Aua. Oh, Alter. Jawohl. Hör auf mich zu treten. Das ist unfair. Hallo, das gilt nicht. Ciao. Alter, ich bin hier unten, komm doch. Lass das Auto klauen. Komm doch runter. Komm doch runter. Wenn ich traus. Komm doch runter. Scheiße, ich komme hier gar nicht mehr rauf, oder? Wer ist denn hier unten? Das ist ja meine Karre. Komm doch runter, wenn ich traus. Yeah, boah, Alter. Flower Power. Guck mal, vorhin wieder Disco. Boah.
Mach noch ein bisschen hier Nebel in der Disco. Wo ist denn Consumer? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Er fährt gerade durch die Gegend. Nebelparty! Yeah! Vielleicht dich ganz klar und heimlich davon. Ich fahr gerade mit der Karre, wo Sascha drin ist, saß rum. Er fährt gerade mit deiner geklauten Karre Richtung Ziel. Das sieht irgendwie strange aus mit dem Pfeilen. Bestes Bild. Bestes Bild ever. Ja. Also ich habe noch nie solche schlechten Rennen gesehen, aber das ist der Wahnsinn. Ich war ganz einfach gefahren, bis auf der eine Checkpoint. Nee, ich habe den zweiten Checkpoint, der auch so doof ist, das gar nicht gekriegt. Ja, der zweite war auch so doof. Guck mal, der sah ein bisschen aus wie El Bandi jetzt gerade, ne, oder? Ich habe den ersten schon noch gekriegt. Was? Wo ihr ihn gewonnen habt. Was? 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 Steh ich nicht. Bitte? Bitte, 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 bitte. Ich krieg kalte Füße. Musst du dir Socken anziehen? Echt mal? Ne. Rockländer ist da. Beine dazwischen. Nee, lieber nicht. Vorher fallen mir die Zehen ab. Dip, 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 Blue Arc. Einfach die Füße in ein warmes Bad oder so. Lalalala. Frag doch mal jemanden, ob jemand dir die Füße warm massiert. Okay. Oh Mann. Eieieiei. Im Gegensatz zu euch muss ich morgen arbeiten. Ja. Paulus, soll mich ankotzen, wenn ich du wär. Kevin, du alten Harzer. Das ist eher das wenige Problem, das ist eher für die Zeit. Kevin, du alten Harzer! Ich muss ab Dienstag den nächsten 6 oder 7 Tage durch weg. Ja, kenn ich. Wie abgeht dein Auto am Dancen, ey? Yeah, yeah, yeah. Obwohl ich bin Samstag Porsche. In Phantasialand. Was? Ja. Hui! Hui! Was? Haha! Aber wir bleiben einfach stehen. Weil wir alle den Checkpoint verpasst haben. Ja. Ich hab's verpasst. Doch. Natürlich. Haha! Konsum anscheinend nicht. Nö. Hab ihn. Danke! Und, brauche ich eine Unterbodenwäsche? Nö. Oh noch. Nein! Doch, ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ist das mies! Nein! Doch, ah! So, warte. Nein! Das klappt doch super! Oh, wenigstens nicht nur Röhre, ey. Das geht wenigstens noch einigermaßen. Yeah, 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 yeah. Alter, das sieht gerade nach einem bösen Wallride aus, was da gleich kommt. Nach einem was? Ein Wallride. Ja. Sieht zumindest danach aus, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass... Wieso bin ich erst dann? Wieso dreht der eine? Hä? Kommt hier irgendwas, was ich vielleicht nicht, Oh Gott. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Wenn das hier so lange geradeaus geht, kann das nie gut gehen. Das geht nicht gut. Ach du heiliger Strohsack. Nein, nein! Nein! Was? Oh, noch in den Punkt gekriegt. Das ist so blöd, du lachst. Ist das euer... Das er kommt am Ende der langen Straße. Echt mal. Das willst du gar nicht wissen. Okay. Das lieber nicht. Hurrah! Das heißt ne Stutes. Hurrah! Ja, okay, das geht noch einigermaßen.
wie auch immer ein Ende. Ich würde nicht empfehlen, Vollgas zu geben am Ende, sondern ziemlich am Ende noch ein bisschen vielleicht Gas wegzunehmen oder so. Quatsch, Vollgas, der bremst verliert. Ja, mach das mal. Viel Spaß. Mach ich gerade. Ich will's nur erwähnen. Ich sag's ja auch mal. Hui. Wieso bin ich fünfter falsche Richtung? Hui. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Scheiße. Oh yeah. Hä? Voll so eine Reggae-Mucke läuft gerade bei mir. Wie kann das denn sein, dass ich einen Checkpoint vergessen hab? Vielleicht den ersten? Auf der langen Strecke, ne? Und dann bist du über die Hucke gefahren, ne? Aber da kommt noch kein Checkpoint mehr. Wieso ist denn Konsum auf den ersten? Ich verstehe die Platzierung gerade nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht in dem Game. Ja, ich stelle es auch gerade nicht vielleicht falsch einfach. Ich fahr auch weiter. Hä? Jetzt bin ich wieder Erster? Hä? Nee, ich fahr jetzt geradeaus, ne? Pass mal auf, ich fahr jetzt. Ja. Und bei mir ist kein Checkpoint. Dann sagt er mir, ich hab ein Checkpoint vergessen, wenn ich vorne bin. Dr. Mal 3, ganz Sponsor am Checkpoint. Jetzt fahr ich mal gerade in andere Richtung, bei mir steht es nicht mehr falsche Richtung. Ja, nicht aber der geraden Strecke, wenn der Pfeil nach links zeigt beim Checkpoint, geradeaus weiterfahren, ne? Nicht abbiegen. Ja. Ja, der Checkpoint ist hier. Der war aber jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich, Oh Gott. Hä? Was ist das denn? Du musst einfach geradeaus weiterfahren, da kommt die Kurve und dann fährst du ja auf der anderen Seite wieder hoch. Ach so. Was ist das denn? Also, der war zu blöd, den Checkpoint zu setzen. Was ist das denn? Ich sag doch nur noch Idioten, die hier die Strecken machen. Das müssen wir echt als Brief geprüft werden irgendwie. Oh Gott. Ist doch bescheuert sowas. Also. Kannst halt auf Flex gucken, Nico. Was hier nicht. Was ist das denn immer Twitch? Da spielen doch gerade. La 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 la. La 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 la. So laut ist. Die ganze Menge zum Bett liegt. Also ein Wallride ist es nicht, kann ich schon mal sagen. Er hätte vielleicht hier auch mal einen ordentlichen Checkpoint setzen müssen. Ja. Ja, manche sind ja auch nicht so schlau, ne? Die setzen an Checkpoints total weit auseinander, ne? Deswegen sage ich ja, die müssen dann erst prüfen, dass die Strecken freigegeben werden mit diesem Käse hier. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die Checkpoint, in die falsche Richtung setzen. Also mit dem falschen Richtungsfall. Ja. Und oben, er kann nämlich oben auf den Berg setzen und dann nach links zeigen, wenn er vielleicht geradeaus fahren müssen. Ja, das ist deswegen so, weil der nächste Checkpoint halt so weit weg ist. Und erst da hinten ist, in der Kurve. Nee, die drehen sich nicht automatisch. Du kannst die drehen, die Checkpoints. Die drehen sich nicht automatisch. Jetzt zeige ich dir mal auf den nächsten, ja, ne? Wegen so einer Scheiße hängt man dann total hinterher, ne? Weil du dauernd denkst, du fährst irgendwie eine Scheiße auf. Das stimmt nicht. Irgendwas kommt hier noch. Das war zu einfach. Mhm. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ja. Genau das habe ich mir. Ach nein, komm. Sag mal, ist es erst neu mit diesen komischen Röhren da oder was? Ja, ja. Mit diesen Hamster-Röhren. Mit einem Stunter-Update. Ja. Also neu ist es jetzt nicht mehr, ist ja schon eine Weile. Aber schon ein paar Dings, ne? Jetzt Dienstag kommt ja das Spiker-Update. Ja. Oh. Na gut. Also ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Pipi-Pupu-Papa-Pause, Schiebsohlpause, Trinkelpause, Raucherpause, da geht's gleich spannend weiter. Bis gleich. Bis gleich. Also ich bin auch im Ziel. Ich auch gleich.